Weiter geht's bei Super Mario Galaxy in der Glasstrand-Galaxie. Im letzten Part gab es ja eine kleine abrupte Beendung? Nee. Ende. Ein kleines abrupt beendetes Ende des Parts. Was ein Zungenbrecher. So kann der Part beginnen, meinetwegen. Heißt aber nicht, dass der ganze Part wie ein Zungenbrecher ablaufen wird. Nee, es ist gerade nur spät in der Nacht und ich hatte gerade Bock zu zocken und deswegen, wenn man Bock zum Aufnehmen hat und Bock zum Zocken, sollte man es machen. Und, ja, ich, keine Ahnung, ich hatte halt übelst Bock und weil ich die letzten Tage irgendwie gar nicht gezockt habe, dachte ich mir, wieso nicht, jetzt habe ich Zeit, jetzt habe ich den Willen, das Spiel wieder anzupacken, egal. Legst du auch die Abschlussprüfung für die Schwimmklasse ab? Aber sicher. Der Test besteht darin, Panzer im Meer aufzusammeln. Bring mir den goldenen Panzer, der irgendwo im Meer liegt. Okay. Lässt sich bestimmt mal. So. Dann lass mal schauen nach dem goldenen Panzer. Im letzten Part haben wir hier schon den Einführungsstern gemacht. Und jetzt geht es ab. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, wo der überhaupt war. War der vielleicht in dieser goldenen Krabbe hier? Goldene Krabbe, sag ich schon. Nee, da war nur eine Münze drin. Ja, schlau, Mario. Gediegen schlau. Nee. Bestimmt war ist er hier irgendwo versteckt. Lass mal ein bisschen langsamer schwimmen. Um mir nicht alles zu. Oh Gott. Och Gott, zwei von diesen. Wahrscheinlich Mutter und Kind oder so. Wird zumindest typisch. Wo könnte der goldene Panzer sein? Er könnte hier sein, er könnte aber auch woanders sein. Wer weiß. Ich weiß es gerade tatsächlich gar nicht. Habe ich aber schon gesagt, ne? Das gibt's auch nicht. Ist es vielleicht hier? Da, wo man ihn am wenigsten erwartet. Immer schön da gucken. Bisschen Luft bräuchte ich mal. Die Steuerung ist ein bisschen happig. Ach du meine Fresse, ja, leck mich. Dankeschön. So. Ich muss gerade. Was war das denn gerade? Meine Stimme ist gerade so richtig abgekackt. Ich muss echt gerade aufpassen, dass der Part nicht zu lang wird. Denn. Ich will heute auch noch mal schlafen. Na egal. Oh, so hart schütteln dafür. Für Marios krasse Künste unter Wasser. Also ich könnte das glaube ich nicht. Sag mal, ich komme hier irgendwie nicht weiter. Gibt es nicht irgendwie einen Tipp? Bestimmt ist er mega easy versteckt. Geben die mir einen Tipp? Schüttle die mir. Ja, das so weit war ich auch schon. Vielleicht da oben. Ich muss sowieso mal hoch, weil die Luft ist knapp. So. Bitte, Mario. Dreh dich, um den Panzer im Wasser rumzuschließen. Das kann ich auch schon. So. Lass mal einen Überblick schaffen. Jo. Mit ein bisschen Luft kann man das ganz gut machen. War da nicht gerade ein goldener Panzer? Ich habe über Illusionen, weil hier so viele goldene Münzen sind, dass ich hier auch automatisch einen goldenen Panzer sehe. Das ist ja völliger Quatsch. Erstens und zweitens ist es auch echt störend. War da nicht irgendwo hier beim Baum? Da! Der hat den geklaut! Ein goldener Panzer, warte! Okay, ich habe ihn. Yeah. Den goldenen Panzer ist man nämlich richtig schnell. Jetzt hoch damit. Ja. Und dann. Fuck. Mario, bitte. Dankeschön. So. Haben wir den. Oh, ich hätte nicht gedacht, dass du ihn tatsächlich bringen würdest. Nun dann gebe ich dir eine riesige Goldmedaille. So easy. Okay. Das war ein leicht verdienter Stern, muss man ja ganz ehrlich sagen. 4 Minuten für einen Stern. Lässt sich sehen. Das hast du gut gemacht. Aber bist du überhaupt einer meiner Schüler? Ich nehme einfach den Stern und gehe am besten, ja?
damit es nicht zu irgendwelchen Komplikationen kommt. Tschüss. Nee. Egal. Kurz vor den 30 Sternen stehen wir. Das kriegen wir noch in diesem Part hin. Cool, cool. Dann. Let's go. Was ist der nächste Stern? Würde mich wundern, wenn das ein leichter Stern wird. So, also so ein Stern wie. Ist das vielleicht das Rennen? Das könnte sein, weil ich glaube, es gab auch noch irgendwo ein Rennen hier. Das Rätsel der Strudelhöhle. Okay, das hört sich nicht nach einem Rennen an, aber ich denke mal. Vielleicht sowas. Entschuldigung. Vielleicht sowas Ähnliches. Ach du Heilige! Jetzt weiß ich. Das ist unglaublich. Mal sehen, ob ich mich gut schlage oder nicht. Also als Kind habe ich hier zumindest richtig gesagt. Wie kommt man denn mal überhaupt zu der Strudelhöhle da? Muss man einfach runtertauchen? Und halt zu den Schwimmen hier? Upsala. Wenn du genau hinsiehst, dürfte ich das auch mal lesen, Mario? Kannst du nicht nochmal mit mir reden? Ey, du dumme Pinguin! Siehst du nicht, dass ich mit dir reden will? Och, das ist doch unglaublich. Manchmal regt mich dieses Spiel unglaublich auf. So. Wenn du genau in den Ries siehst... Was zum Henker meinst du mit Ries? Oder war das wieder der skillige deutsche Übersetzer, der hier am Werk war? Ach, leck mich am Arsch. Ich bin raus hier. Ich denke, man muss so einen dummen Panzer da drauf feuern. Ja, da unten ist auch einer. Den komme ich, glaube ich, jetzt ein bisschen leichter dran. Also, let's go. Nein! Ach doch, hat geklappt. Oh, alles klar. Na dann, let's go in die Strudelhöhle. Ich freue mich richtig auf die Strudelhöhle. Auf ein paar legendäre Fails hoffentlich. Nein, obwohl ich hoffe es eigentlich nicht, aber hey. Dann? Wieso sind hier so ekelhafte Fledermäuse, ey? Ach, Leute. Sag mir jetzt nicht, dass ich hier dran jetzt sterbe oder so. Oh mein Gott! Bitte sag mir, ich respawne hier. Ah, natürlich nicht. Ach, du Scheiße. Okay, diese Fledermäuse lasse ich komplett... Was ist denn eigentlich diese Liane da? Ist das ein Secret dazu vielleicht? Lass mal schauen. Fatsch. Wäre nicht untypisch, wenn es hier wieder... Ich denke mal, ich kann einfach dahin schwimmen, oder? Also von hier raus. Nee, kann ich nicht. Ja, ja, da sieht das Secret Star aus. Ich kann mich aber auch irren. Aber bitte... Beantworte mir die Frage. Die Kamera? Die Kamera war noch nie geiler. Ach du meine Fresse, da brauchst du echt einen Dreisprung. Yes. Oh Gott. Was ist das denn? Wo muss ich vor allem hin? Ich weiß gerade gar nicht. Oh! Die Physiken sind ein bisschen gewöhnungsbedürftig, sag ich mal. Und ich so auf die Palme zufällig. Oder was ist hier mit jetzt? Ich gehe mal hier lang. Vielleicht muss ich auch hier hin. Hm, sieht gut aus. Was schaffst du mir denn zu sagen? Beim Panzerschwimmen drücke Z, um zu bremsen. Okay. Ich gehe jetzt einfach mal hier rein. Ich meine, ich kann ja sowieso nicht viel falsch machen. Dann lass mal sehen. Oh Gott. Was ist das denn? Oh, ist das ekelhaft. Oh, was eine ekelhafte Sicht. Oh, ey, das ist schon echt... Das macht mir ganz schlecht. Nein! Mach doch nicht so eine Kacke, Mario. Ja, ich meine, es ist aber auch schwer, hier nicht sowas zu machen. So. Ease. Oh! Oh, lol. Nein. Fuck. Na gut, es war eigentlich gar nicht mal so schlecht. Oh mein Gott. Ganz viel Sternstaub. Yeah! Let's go, Alter. Das reicht auf jeden Fall. Dummer Kumba. Das reicht auf jeden Fall für den Lumba aus. Luma aus. Luma. Zikomiluma aus. Da kann ich mir, glaube ich, sicher sein. Kann ich hier nicht irgendwie... Doch, kann ich. Okay. Ja, was ist denn hier? Na, mal schauen, was hier noch so alles ist. Ich glaube, hier ist nichts, ne? Nope.
Das war nicht richtig. Dann lass mal hier auf der anderen Seite schauen. Vielleicht ist da ja noch was. Okay. Ja, ich will es nur wissen. Ich meine, ich kenne mich jetzt hier auch eigentlich kaum aus. Ah, sieh mal an. Hier ist ein Secret. Darf ich denn mal... Wir brauchen einen Koopa-Panzer. Nur wie sollen wir den zur Hölle hier hochbekommen? Das verstehe ich nicht. Okay. Challenge accepted, würde ich mal so behaupten. Ich denke, das ist hundertprozentig ein Secret Star. Deswegen mache ich den jetzt auch zuerst. Also, let's get this. Mario. Bitte. Och. Schwimm doch nicht nur im Kreis. Das ist echt richtig dumm, Mario. Okay. Egal, dann mach ich's halt so. Dann let's go. Wie soll ich das denn machen? Oder kann man da ganz easy hoch? Nee. Oder? Ups, was machst du da, Mario? Bitte mach jetzt mir keine Schande hier wieder. Wie du sonst immer machst. Oh, nee. Oh! Lol. Geil war das denn. Nee, man kann anscheinend auch hier so einen Hechtsprung machen. Ja. Beste, aber so doch nicht. Dankeschön. So, jetzt muss ich mich... Wieso geht der denn automatisch nach unten? Das ist total dumm, Mario. Bitte. Mach doch nicht immer so eine Kacke. Oh. Okay. Was war das denn? Hast du das gerade gesehen? Das sah gerade echt ein bisschen komisch aus. Na egal. Lass uns erstmal hier so ein paar Sprünge machen, damit der Mario schön an der Oberfläche bleibt. Oh Gott. Mach doch nicht dauerhaft Sprünge. Du kannst auch an der Oberfläche, an der Wasserfläche gleiten. Yes, Mann! Oder auch nicht. Komme ich jetzt hier wieder hoch? Nee, dann würde ich den... Ach du meine Fresse. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Wieso hätten die da nicht irgendwie eine... Keine Ahnung, was... Hilfreiches machen. Egal, haben wir es ja. Okay. Bin ich ja als Kind auch drauf gekommen? Ich weiß, ich kann mich noch an diese Truhe irgendwie erinnern, aber... Ja, Ease. Oder ist das jetzt das eigentliche, was wir machen? Und garantiert nicht. Gibt es hier nicht die Eisblume? Gibt es garantiert die Eisblume? Ich muss hier ein bisschen Anlauf nehmen. Sorry. Mucke, by the way. Das Athletik-Vieh. Oh! Habt ihr das gesehen? Cool Sache. Du wirst so Eis, Mario. Schüttle die Vieh, um zu skaten. Du kannst auf Wasser laufen. Anscheinend bin ich drauf gekommen, denn an diese Sachen kann ich mich noch dran erinnern. Und zwar richtig gut. Was war das denn gerade? Alter. Das hält doch nicht so lange. Hier war falsch, okay. Du, 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 du. Mega lustig. Ich liebe diese Eisblume. Schade, dass sie nur so für so unbegrenzt hält. Ist ein bisschen schade, finde ich. So, let's go. Oh fuck. Bitte, Mario. So, ease. Risch easy. Nee, bitte, 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 Mario. Bitte. Mach mir jetzt keinen Scheiß hier. Oh Gott. Yes, Mann. Perfekt. Hier haben wir die Blume und dann können wir hier auch schön drin baden gehen. Wobei, was ist das denn da? Oh. Was muss ich denn hier machen? Triple Jump? Wäre Möglichkeit. Nee. Ich komme da nicht, ich komme da leider nicht dran, glaube ich. Wie zum... ich glaube, ich weiß wie. Okay, Kamera bitte. Ich brauche Lack. Ja! Das ist doch Eiswasser, oder? Ja, genau so komme ich garantiert daran, oder? Aber wie? Irgendwie kann man ihn nicht irgendwie... Ja, okay, ich glaube, ich habe eine Idee. Okay, dann lass mich bitte mal ganz kurz runter. Danke. Ja, nee, weißt du.
Ja, dann lande noch im Eiswasser, Mann. Bist du denn irgendwie geistig? Jetzt komme ich hier nicht mal hoch. Ist das überhaupt Eiswasser? Nee, ist es gar nicht. Ach so. Nein! Trink doch nicht! Oh, wie kann man so blöde sein, ey. So, let's go. Du kommst jetzt mal schön mit. Das funktioniert echt. Wie cool. Nein! Ach, du dumme Ente. Ach, hier sind auch über solche Scheißteile. Hallo, kommst du? Deswegen sind ja auch über solche Scheißteile. Nein! Fuck! Oh nein, das gibt's doch gar nicht. Okay, bitte bleib mal schön da. Nein! Ach, ihr seid doch echt dumm. Wie spawnt ihr denn hier, oder? Natürlich, wie spawnt ihr hier? Was denn? Oh, sonst! Ich darf mir keinen Fehler leisten. Echt cool. Ja, ertrink halt noch mal ganz kurz davor, bevor ich hier mein scheiß Eis... Ich kann das wieder vergessen, oder? Ja, natürlich. Und jetzt kommt auch noch so ein Scheißteil. Ja. Okay, ich kann es eigentlich... Jetzt kann ich es erst recht vergessen. Beste. So. Witz. Scheiße. Mann, ey. Es ist... Ja, natürlich, ey. Okay, das könnte jetzt ein bisschen ragey werden, aber ansonsten ist alles gut. Ja, Mario, wenn ich ein bisschen besser anstellen könnte, das wäre auch eine sehr große Erleichterung meinerseits. Bitte, folge mir und fall nicht in dieses Eiswasser rein. Das ist ganz kalt und ist nicht gut. Okay, jetzt haben wir es aber. Juhu, yes! Haben wir den auch noch? Ey, leg mich. Dafür haben wir jetzt 16 Minuten. Nee. 12 Minuten gebraucht für einen lächerlichen Stern. Gut, es waren Secrets da, aber. Ich wette, da gibt es sogar noch mehr oder so. Bitte nicht. 30 haben wir jetzt. Oh mein Gott, schon 30. Und wir haben eine neue Galaxie entdeckt. Cool. Dort speichern wir mal. Aber wir haben noch locker Zeit für den eigentlichen Stern. Dann lass uns mal sehen, was die Galaxie noch so zu bieten hat. Glaube ich auch erstmal der letzte Stern für die Galaxie. Da haben wir die auch erstmal so weit abgeschlossen und dann schauen wir nach Kometen oder so. Das Rätsel der Strudelhöhle. Genau. Das war das. Haben alle schon gesehen? Dann Mario. Würde ich mal so behaupten, let's go, ne? Bam! Aus dem Weg. LOL! Wie episch! Habt ihr das gesehen? Wie geil. Ach, super nice, Alter. Einfach den Panzer weggenommen. Das war schon echt epic. Epic shit, man. So. Let's go. Also nicht wundern, ich nehme das Ganze hier nicht zur Schulzeit mitten in der Nacht auf, du dreckige Fledermaus. Ich schwöre dir, du wirst nicht mehr lange leben. Bitch. Sag, haben die Augen? Oder sieht das nur so aus? Nee. Ich dachte gerade schon, was zum... Was? So kann ich den nicht einsammeln. Dann komm halt eben so. Dachte gerade schon, what? Aber alles gut. Na nee, Digga. Ich werde mich jetzt hier erstmal rauskatapultieren. Bam, voll in... What? Habt ihr das gerade gesehen? Das war der geilste Kill, den ich seit langem in Super Mario Galaxy erlebt habe. So. Das ist also das Geheimnis der Strudelhöhle. Das ist... Das ist nicht mehr Hardcore, das ist einfach nur noch richtig, richtig ätzend. Wirklich. Ich kann mich hier noch dran erinnern, das war echt scheiße ätzend. Ich wusste es. Diese dummen Drecksteile werden uns noch häufig begegnen. Komm, mach deinen Weg. Ach du Scheiße. Wir sind auch, glaube ich, instant tot. Respawn wir hier, bitte komm. Bitte komm. Es würde mir so viel erleichtern. Ansonsten nehme ich gleich mal Nunchuck weg. Okay. Aber wir haben ja dann One-Up-Pills. Also das ist, glaube ich, kein Problem. So schnell werden wir, glaube ich, nicht Game Over gehen. Das geht, glaube ich, bei anderen Aufgaben sehr viel schneller. Wegen den ganzen One-Up-Pilzen hier. Deswegen, das ist einfach nur Hardcore, aber es ist wenigstens fair. Es ist fairer Hardcore-Shit. So, mein Freund. Oh! Darauf habe ich jetzt gar nicht geachtet. Dass hier dann noch eins weitergeht. Oh, das war jetzt echt nicht sonderlich schlau. Aber ich meine, wir haben ja den One-Up-Pilz, ne? Das ist alles, was man braucht im Leben. So, let's go. Oh! Mann, ey! Ich würde es wirklich begrüßen, wenn die mal wenigstens einen Schritt weiterkommen oder so. Vielleicht auch zwei.
Für den ersten drei, für die ersten drei Versuche. Aber der Rest, das ist doch echt unglaublich. Nee, Mann, ich mache jetzt hier. Was zum Was war das denn, Alter? Okay, also wie gerade. Nee, egal. Irgendwie gerade läuft's gar nicht. Sag mal. Ein Momentchen mal. Ein Moment. Ich sollte wirklich erstmal den One-Up-Pilz einsammeln, bevor ich irgendwas anderes mache. Boah, auch guck mal an. Hier kriegt man sogar noch einen geschenkt. Ach so. So ist es gedacht. Ah, verstehe. Aber typisch kann man doch bestimmt ganz easy abkürzen. Bin ich mir fast sicher. Oh, der kommt jetzt hier hin, ne? Ja, leck mich am Sack. Mann, ich will nicht, dass mein Nonstack schon wieder drauf geht. Das ist mein einziger, was ich noch habe. Was? Nein! Bin ich jetzt Game Over? Ich glaube schon. Wir haben noch eins. Wir haben noch eins. Mhm. Oh mein Gott, jetzt bin ich fast in die falsche Richtung gejumpt. Das wäre nicht so geil gewesen. Ach komm, wir haben ja das Run-Up eingesammelt. Da kann man auch mal ein bisschen risken hier. Nee. Ach, das ist Wasser, was vom schwarzen Loch eingesaugt wird. Wie cool ist das denn? Ich muss jetzt aber echt vorsichtig sein, ne? Ja, ich glaube, ich muss da wohl oder übel den Long-Jump machen. Ich glaube, da ist es zu viel Risiko, wenn da was anderes macht. Bitte mach jetzt keine Scheiße mit mir, du Dummer. Ich weiß nicht, wie ich das lösen soll. Echt nicht. Ich versuche jetzt nochmal ein paar Risk-Jumps, aber der Rest ist mir irgendwie unerklärlich. Ich weiß auch nicht. Also hier ein paar Risk-Jumps vielleicht. Würden... Ja, das war in die richtige Richtung, Mario. So nennt man das. So nennt man das. Oh Mann, ich hätte nicht gedacht, dass ich hier, oh fuck, mal hinkomme. So, komm, Mario. Please, please. Oh nein, geht doch in der richtigen Sekunde weg, ey. Natürlich. Ey, Mann. Was soll das denn? Okay, ich versuche mal hier anders vorzugehen. Ich glaube, so ist das nicht geplant. Auch von Nintendos nicht. Deswegen, let's go. Jetzt do another thing. Warten wir erstmal auf den Spacken. Bis er wieder zu uns kommt. Boah, ist der langsam, Alter. Am liebsten würde ich den richtig schön weghauen wie so ein Idiot. Alter, so ein Idiot. Ja, du kommst nicht weiter. Schön für dich. Dann lass mich doch wenigstens weiter, du hässlicher... Fratz. Nein, was wird das denn? Oh fuck, Mann. Gibt's doch nicht. Ich komme nicht weiter. Das ist echt schlimm. Also dieser Stern ist echt Cancer. Richtiger Cancer-Stern ist das. Nein! Da bin ich zu weit gejumpt. Jetzt sind wir Game Over. Ja, wenn ich speichern schon, ne? Game Over speichert man gerne, vor allen Dingen, weil man dann von Peach 5 One-Ups bekommt, soweit ich weiß. Egal, also ich glaube, ich muss jetzt erst auf Schluss machen. Im nächsten Part seht ihr mich dann, wenn ich weiter darauf tryhard in dieser dummen Scheißgalaxie. Also dann, wir sehen uns dann im nächsten Part.